Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2 und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Romy. Und sie ist gerade auf der Arbeit, das heißt, wir machen natürlich schnellen Vorlauf, damit das hier schnell vorübergeht. Die fighten hier schon wieder. Was ist hier los? Die sollen einfach damit aufhören. Das stresst mich richtig. Wie sehr kann man sich hassen? Hier im letzten Part haben wir uns verlobt mit Christoph. Und jetzt wünscht sie sich natürlich zu heiraten und sowas. Aber ich denke, das werden wir jetzt noch nicht machen. Aber ich überlege, ob wir ihn eventuell bei uns einziehen lassen wollen. Ist jetzt ja auch nicht so dringendes, ne? Aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen schauen. Und wenn es sich in irgendeiner Form ergibt, werde ich ihn, denke ich, mal fragen. Und ja, wenn nicht, dann ist das aber auch in Ordnung, denke ich. Wünscht sich auf jeden Fall, so eine Hochzeitsfeier zu veranstalten und so. Aber wie gesagt, ich würde damit erstmal noch warten. Wir wollen ja auch nicht zu schnell agieren. Ich weiß, dass das jetzt so auch schon ziemlich schnell ging mit dem Verloben und sowas. Und wenn wir dann auch zusammenziehen, dann werden wir erstmal sehen, ob wir überhaupt wirklich zusammenpassen. Schauen wir einfach mal. Ich meine, so eine Hochzeit soll ja auch was Besonderes sein, ja? Oh, es liegt Schnee. Wie toll. Es hat einfach nur ein bisschen gedauert, bis es schneit. Aber jetzt lohnt es sich schon wieder fast nicht mehr. Weil in 2 Tagen ist schon wieder vorbei. Mit unserem Winter. Jetzt hat sie ihr Winteroutfit an. I love it. Sie zieht sich einfach direkt um. Wow. Ich finde das so toll. Dinge funktionieren. Yay. Romy wird mit einem Logikpunkt belohnt. Sehr toll. Jetzt muss sie nur noch Sauberkeit noch ein bisschen erhöhen. Und dann könnte sie theoretisch schon wieder befördert werden. Dann können wir auch mal an die Tür klopfen von Christoph und schauen, ob er zu Hause ist. Weil sie wünscht sich, ihn zu besuchen. Und dann können wir ja mal schauen. Letztes Mal war ja ein bisschen glitscht, was das anging. Mal schauen, ob es dieses Mal besser funktioniert. Sieht irgendwie nicht so aus. Ich würde gerne mit ihm spielen, aber es funktioniert nicht. Irgendwas ist da kaputt. Ich finde jetzt hier auch nichts dazu. Ich muss mal schauen, ob es einen Cheat dazu gibt, wie man den zurücksetzen kann. Ich habe sogar jetzt Testing Cheats aktiviert und keine Ahnung. Aber irgendwie kennt mein Spiel diesen Command nicht. Und das ist ganz, ganz komisch. Deswegen versuche ich es jetzt mit Shift-Click. Ich muss es nochmal spielen, weil ich ihn aus Versehen gelöscht habe. Lol. Wie dumm einfach, dass es so einfach geht. Aber Reset hat irgendwie auch nichts gebracht. Dann versuche ich es jetzt nochmal genauso zu spielen, wie es eben war. So, wir sind gleich schon wieder da. Wir haben ja zum Glück noch nicht so viel gespielt seitdem. Ich glaube, er wollte irgendwie von diesem Stuhl aufstehen oder so. Force Error. Reset. Ich speichere jetzt mal, gehe nochmal zurück zu Welten verwalten und gucke dann, ob ich vielleicht was finde. Also, ob ich dann diesen Tisch oder so einfach lösche. Also, dass ich gerade einmal in ihn, in seinen Spielstand reinlade. Man kann da nicht hin. Hä? Ich kriege hier richtig Aggression, Leute. Why? Leute, ich will doch hier einfach nur, dass mein Sim hier wieder funktioniert. Muss ich wohl nochmal zurückladen und dann irgendwie versuchen, dass ich ihn einfach zum Haushalt hinzufüge oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst tun soll. Wäre halt natürlich richtig blöd, wenn er jetzt halt einfach kaputt wäre, ne? Weil dann könnten wir natürlich nichts mehr mit ihm anfangen. Ich hätte halt gedacht, dass man das jetzt einfach dann löschen kann in irgendeiner Form. Make selectable. Das klappt aber. Dann machen wir ihn jetzt wieder. Ich möchte ihn offiziell fragen, ob wir dann zusammen wohnen. Aber dann kann ich ihn wieder nicht anklicken. Dann, ganz ehrlich, muss ich ihn jetzt selectable machen. Dann sind wir jetzt halt einfach, wohnt er jetzt einfach bei uns, weil es funktioniert einfach nicht. Es kann wirklich nicht sein. Irgendwas ist mit diesem Apartment kaputt oder so. Dann ist das jetzt einfach so. Dann wohnen die jetzt einfach jetzt zusammen, weil es funktioniert halt einfach nicht. Und ich fände es halt richtig blöd, wenn wir jetzt nochmal jemand Neues suchen müssen. Es funktioniert einfach die ganze Zeit nichts, ne? Ich kann teilweise gar nicht mal mehr hier raus. Und egal, was ich zurücksetze, es ist immer, also er landet immer wieder hier. Das ist halt irgendwie richtig scheiße jetzt. Er kann sich auf jeden Fall auch wünschen, dass die heiraten. Er hat auf jeden Fall ein paar Leute, mit denen er sich gut versteht. Schnell im Imbissmanager. Er hat auch gute Fähigkeiten. Er ist sehr kreativ. Er ist auf jeden Fall jetzt erstmal bei uns. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Oh, da liegt dann auch eine Zeitung. Ew. Ich dachte, ich wollte jetzt irgendwie so einen Schachtisch oder sowas kaufen. Also ich meine, wir haben jetzt nicht so viel Platz dafür, aber ich baue hier einfach ein bisschen um. Dann klappt das schon. Und dann gebe ich jetzt diesen Cheat ein. Das ganze Apartment ist kaputt, wie man hier sieht. Da steht überall failed, failed, failed. Da ist irgendwas absolut kaputt. I don't know, was es genau ist. Ich raff da natürlich auch gar nichts, ne? Aber warum funktioniert das nicht? Oh mein Gott. Ah, ich hab's. Die Anwendung ist abgestürzt und wird nun beendet. Oh mein Gott, Leute. Ich meine, immerhin haben wir jetzt diesmal zwischendurch gespeichert, aber es ist halt trotzdem absolut scheiße, ne? I'm sorry, wenn dieser Part einfach so richtig unmotiviert wirkt, aber es nervt mich halt einfach, wenn Sachen einfach null funktionieren, ne?
Ich schaue mal nach, was dieser Error genau ist. Ob man da irgendwas machen kann. Wir können einfach den Stuhl deleten. Vielleicht wäre das auch was. Bringt euch alles nichts. Okay, es liegt also nicht daran. Ehrlich gesagt, finde ich da gerade gar nicht zu. Also nichts, was irgendwie Sim-related ist. Also nur zu bestimmten Objekten, die dann einfach gelöscht werden müssen. Aber das ganze Grundstück scheint ja kaputt zu sein. Und das kann ich ja obviously nicht kaputt machen, wenn ich ihn bei mir hinzufüge oder so. Also es liegt wohl irgendwie daran, dass irgendwas mit Memories Probleme macht. Keine Ahnung. Wenn sich irgendjemand damit auskennt, ne? Ich würde alles dafür tun, wenn ihr mir in irgendeiner Form helfen könntet. Es ist halt jetzt irgendwie richtig blöd, weil das macht halt so auch keinen Spaß dann, ne? Man kann rappen. Wild. I didn't know. Sie kann ihn gerade auf jeden Fall ansprechen. Das ist ja toll. Wenn ich jetzt auf Vorschlag einziehen drücke, vielleicht klappt das ja. Ich habe jetzt gerade auch extra gespeichert. Das wäre natürlich toll, ne? Funktionieren würde. Dafür muss er aber aufhören, am PC zu sein. Also einfach hier hingehen. Okay, sie kann ihn nicht erreichen. Er ist einfach kaputt. Es geht nicht. Er ist kaputt. Ja, müsst ihr mir jetzt irgendwie sagen, was ihr machen soll, ne? Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall erstmal wieder unselectable machen. Jetzt kann ich ja doch wieder gar nichts mit ihm machen. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun sollen, ne? Entweder suchen wir uns jetzt irgendwie doch jemand Neues. Ich kann natürlich auch mal irgendwie gucken, ob ich in den Files irgendwas finde, was mir in irgendeiner Form helfen kann. Aber so können wir ja nicht, also es ist ja unmöglich so zu spielen, ne? Das ist halt irgendwie blöd. Ja, vielleicht ist es ja auch einfach doch nicht die Liebe unseres Lebens, keine Ahnung. Das müsst ihr mir dann, also müsst ihr dann mit mir irgendwie entscheiden, inwiefern wir das machen wollen. Oder ob es vielleicht doch einen Fix gibt. Aber ich bin ehrlich, ich möchte trotzdem den Wunsch erfüllt haben, dass ich ihn besuche. Auch wenn ich nicht mit ihm interagieren kann. Diese 750 Punkte lasse ich mir nicht nehmen. Weil das macht sie zumindest ein bisschen glücklicher. Das hat sie sich verdient. Ich kann ihn dann auch einfach nicht anklicken, ne? Und es ist so, 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 so blöd. Er kann halt auch nichts machen, ne? Es geht alles. Er kriegt halt die ganze Zeit nur irgendwelche Fehler und so. Das ist so, so blöd. Ja, wir schauen einfach mal. Wir werden jetzt auf jeden Fall außerhalb von ihm irgendwas tun müssen. I guess. Dann nehme ich auf jeden Fall auch den Wunsch erstmal raus. Also auf zumindest von dem Dings. Also ich denke, dass sie den noch länger haben wird. Aber ja, wir können jetzt halt nicht richtig mit ihm interagieren, ne? Ich glaube, ich könnte ihn, glaube ich, sogar noch nicht mal anrufen, wenn ich jetzt hier hingehe. Irgendwas hat halt ihn kaputt gemacht und das ist halt einfach richtig schade. Mal gucken, ob das klappt. Ich kann ihn nicht anrufen. Nein, er wird schon gar nicht angezeigt. Schade. Aber dann können wir ja Gunnar Johnston anrufen. Das ist ja unser Kumpel. Oh, Anrufbeantworter, schade. Ach Mann. Nicht mal unsere Freunde wollen irgendwas mit uns zu tun haben. Freut sich, weil es schneit. Süß. Wie erhöht man denn eigentlich sonst so Logikfähigkeit? Was steht hier denn so? Schachspielen und sowas halt, ne? Aber wir haben halt irgendwie auch nicht so Platz. Auch wenn ich das umstelle und so. Wer will denn einen Schachtisch bei sich zu Hause rumstehen haben? Sie hat heute frei. Deswegen ganz ehrlich, wir können doch mal irgendwo hindüsen. Und sie telefoniert gerade. Ist natürlich auch in Ordnung. Oh süß, Thema wechseln. I didn't know, dass das geht. Süß. Wir gehen einfach zu einem Gemeinschaftsgrundstück. Das wird ja wohl irgendwo... Irgendwo wird es ja wahrscheinlich irgendwas geben. Hier einfach so ein Stadtpark. Stadtpark Ost. Und dann schauen wir einfach mal. Ich wollte doch anrufen, die. Und er so... Nö. Heute läuft halt irgendwie alles schief, ne? Aber naja. Bisher lief ja auch alles wie am Schnürchen. Deswegen musste das irgendwie auch mal sein, ha? Huh? Breakdancer. Geil. Hier, wir können noch mal so ein paar Leute begrüßen. Sie sehen doch alle ganz nett aus. Vor allem Männer können wir ja begrüßen, weil wir wollen jetzt ja mal jemanden finden. Weil, ich meine, wenn wir jetzt wirklich nicht mehr mit Christoph zusammen sein können, dann müssen wir ja auch irgendwie schon mal eine Alternative in Aussicht haben. So gibt es hier keine Schachtische. Na okay, es ist vielleicht nicht, es ist halt einfach nicht die Sims 4. In Sims 4 wäre hier safe einer gewesen. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist bei uns ja doch einer. Ach, keine Ahnung. Breakdance für 75 Simoleons lernen. Ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das hier ihr Ding. Macht so gar keinen Sinn. Aber egal. Den finden wir richtig kacke. Ganz wild hier, was hier abgeht. Die machen die ganze Zeit nur dasselbe. Es ist so wild. Wieso sind hier eigentlich immer solche ekligen Viecher an den Haltestellen? Ja, dann gehen wir einfach mal nach Hause. Es ist Mitternacht. Ich weiß nicht, was ich von diesem Part halten soll. Sag mal, warum ist es hier denn 16 Uhr? Das macht ja gar keinen Sinn. Nee, wir haben hier keinen Schachtisch. Schade. Warum ist es hier so viel früher? Egal. Wir müssen dann nur schauen, inwiefern wir diese Verlobung wieder aufheben können oder so. Wenn es sich ändern sollte, I don't know. Also ich will halt auch eigentlich nicht, aber wie gesagt, wenn der Sim kaputt ist. Ich versuche, wie gesagt, alles nochmal irgendwie zu ändern und so, ne? Nice, sie hat sich noch Spaghetti gemacht. Oh, sie ist einfach eingeschlafen. Romy hat heute frei. Ja, ich weiß. An welchem Charakter-Trait liegt das?
faul, maybe. Die prügeln sich schon wieder. Können die mal aufhören? Gabriella hat sich angemeldet. Gabriella hat sich abgemeldet. Same. Die prügeln sich 24-7. Was soll das? Die können ja einfach mal hier ein bisschen quatschen. Ich habe keine Ahnung, wer hier irgendeiner Form einen Partner hat und wer nicht. Aber ist egal. Wie gesagt, man hofft da natürlich immer noch ein bisschen drauf, dass es noch anders kommt. Ja, dass es doch mit Christoph funktioniert, aber... Dennoch kann man sich ja mal umsehen, ne? Junge, Gunnar ist nie zu Hause. Was soll das? Oh, irgendwer ruft an. Es ist Adelheid. Okay, anscheinend mag die uns. Das heißt, wir mögen sie bestimmt auch. Oh, sie haben Minus am Telefon bekommen. Schade. Vielleicht mögen die sich doch nicht so. Sie möchte Essen servieren. Können wir ja mal... Oh, Weihnachtsplätzchen, süß. Ja, Nachtisch halt machen, ne? Weihnachtsplätzchen ist süß. Dieses Spiel hat so viele Details. I love it. Hat auf jeden Fall gezählt. Süß. Weihnachtsplätzchen essen. Toll. Das macht sie ja auch direkt. Stufe 1 der Fähigkeit Kreativität erreichen. Also ich meine, theoretisch ja, aber kommt irgendwie ein bisschen aus dem Nichts. Süß, wie die noch dampfen, die Kekse. Aber die fliegen ein bisschen. Das ist der einzige Punkt, den ich zu kritisieren habe. Amadeus Sander. Ich glaube, das ist ein Teenie. Schade. Können wir den Zwerg bitte treten? Einfach, weil wir so sauer sind, dass das hier nicht funktioniert. Du bist ja immer nicht da. Wir können es ja nochmal versuchen, da anzurufen. Aber zweimal war halt einfach nur der Anrufbeantworter da. Was soll ich denn tun? Bauen Sie den Schneemann. Wie süß. Oh, der Schnee geht langsam schon wieder weg. Ja. Das ist der Anrufbeantworter. Ja, toll. Oh, hi, Stacy. No. We love some pets. Auch wenn wir vielleicht keine adoptieren. Aber wenigstens sind wir mit den Nachbarschaftstieren befreundet. Ach ja, wir müssen ja arbeiten. Schon wieder vergessen. Sie hat jetzt einfach die ganze Zeit mit diesem Hund gespielt. I love it. Sag mal, was ist denn hier passiert? Ist die Couch kaputt gegangen? War das der Hund? Oder ich hab's wirklich nicht gesehen. Ich bin schockiert. Ja, ihre Wünsche haben sich auf jeden Fall schon verändert. Obstbaum kaufen, weil wir ja so viel Platz haben, ne? Irgendwann müssen wir halt echt in ein Haus ziehen, ey. Unser Daily, was wir hier so alles machen. Was ist mit ihr, Alter? Flirten, küssen, angeflirtet werden, Sim um Date bitten. Irgendwie, sie möchte auf jeden Fall ein bisschen Liebe in ihrem Leben. Ich werde nicht verstehen, was mit dieser Couch passiert ist, aber es ist einfach passiert, ja. Ich akzeptiere es. Ich trete jetzt einfach meinen eigenen Flamingo. I guess es ist unserer. Hi, Luna! Wie süß bist du denn, Maus? Oh... Unsere Tiere hier in unserer Nachbarschaft sind schon cute. Ja. Sie fühlt sich danach befreiter und ich kann es verstehen. Wir schreiben mal Jimmy Colonia. Schreiben wir einfach mal eine E-Mail. Telefon! Mal schauen, wer da ist. Es ist schon wieder Adelheid. Ich schwöre, sie ruft jeden Tag an. Also irgendwie ja süß, aber warum redet ihr über Teich der Mächte? Was ist mit euch? Soll das so sein, dass das alles noch weiß ist hier hinten? Oder ist da irgendwas Ripperino? Wir werden es, glaube ich, nicht erfahren. Mal schauen, ob das klappt. I don't know. Woher? Oder geht das nicht? Doch. Ah, süß. Wie wäre es damit? Das ist doch ein schönes Bild. Gunnar Johnson ist kein Familienfreund mehr. Ja, er will ja nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe versucht, ihn anzurufen. Ich habe gehört, du arbeitest in der Branche Medizin. Du siehst... Da sieht man mal wieder, wie klein die Welt doch ist. Ich habe ein paar Freunde, die in der Branche Medizin arbeiten und ich werde allen erzählen, was für ein toller Sim du bist. Rumi, du wirst bald mehr Lohn bekommen. Süß. Spielt mal was zusammen, ihr Mäuse. Geil. Schmeißen die hier drin den Ball, ey. Lieb's. Ja, mit dem würde ich mich auf jeden Fall zumindest anfreunden. I don't know. Wie gesagt, die müssen mir jetzt auf jeden Fall auf der Sprünge helfen, wie das jetzt hier mit uns weitergehen soll und so. Oh, er möchte keine Umarmung von uns. Schade. Aber ansonsten läuft das hier ja, denke ich, halbwegs okay. Ich denke... Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, wo es dann hoffentlich ein bisschen besser läuft mit uns hier im Leben. Bis dahin und tschüss!